Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76 hier in der Wendigo-Höhle. Und ich musste leider die Höhle nochmal machen, weil ich schlafen gegangen bin und am nächsten Tag, klar, spawnst du nicht an derselben Stelle. Wobei eigentlich hätte ich ja sowieso raus müssen, weil ich die Sachen hier ablegen wollte. Also wir können jetzt wieder ein paar Sachen tragen. Wieso wird hier geschossen? Seltsam. Egal. Und wir haben ein Level-Up. Ich musste bis hierher nochmal gehen und diese paar Meter haben gereicht für ein Level-Up. So, Stärke. Munition für ballistische Waffen. Nee, brauche ich nicht. Schrottgegenstände haben wir schon maximiert. Schrotflinten liegen 30% weniger und werden 10% schneller nachgeladen. Oder Schrotflinten verursachen mehr Schaden. Deine Schrotflinten verursachen nun 10% Schaden. Achso, das ist Profi. Ja. Oder mehr Tragekapazität. Oder Rüstung wiegt weniger. Ihre komische Geräusche. Ich habe ein bisschen Angst, gerade ein Level abzumachen. Ja, was machen wir denn? Durch grundlegendes Kampftraining verursachen deine automatischen Gewehre 10% mehr Schaden. Das ist eine Sniper, die er da hat. Eine Sniper. Glaube, Frauchen kommt gerade. Ja, das ist Frauchen. Frauchen gibt mir jetzt Essen. Oh, ich muss mal. Das sind die Gedanken, glaube ich, der Katze. Hat er. Zu spät. Ja, da kann man keine Pause drücken. So, Leute, da sind wir wieder. Ich bin gestorben, weil hier der Typ hier. Hallo, Gaber22. Ich glaube, du bist schuld, dass ich gestorben bin, wa? Das erklärt die Schüsse, die wir gehört haben. Ja gut, ich würde sagen, da wir zu zweit haben wir eine relativ gute Chance gegen die Wendigo, deswegen laufen wir da einfach mal hinterher. Seine halbe Rüstung ist irgendwie schon im Arsch. Aber ich schleiche. Ich bin schlau. Siehste, siehste, wer macht hier den Schaden? Ich mache hier den Schaden und meine Schotty ist natürlich kaputt. Ich weiß nicht, guck mal, wie ich das geschnitten bekomme. Ja genau, du tankst und ich schieße, das ist ein guter Plan. Finde ich gut. Oh, Gefahr. Ich werde schon gesehen. Ist mir ein bisschen mit der 10 mm drauf, um Munition zu sparen. So. Nichts Gutes für uns. Okay, wir waren das letzte Mal übrigens da hinten in der Ecke. Ach, guck mal. Hier ist eine Falle. Plus Machete. Ich weiß nicht, ob sie die rotes Halstuch einem hier einfach so schenken. Und wir ziehen uns ein Heilmittel rein wegen der Seuche, die wir hatten. Das Flattern. Weil wir dadurch nämlich 10 Kilogramm weniger tragen können. Das ist echt doof. Jetzt können wir 200 tragen. Vorher konnten wir 190. Ja, guck mal. Der Typ, der ballert wieder fröhlich vor sich hin. Das soll er mal machen. Er ist nicht so schlau wie ich und schleicht hier durch die Gegend mit dem Schalldämpfer. Ach, auf den schießt er gerade. Ja, gut. Aber wir schleichen uns mal ganz, ganz langsam mit daher und dann machen wir mal schön Last Hits und klauen die Erfahrung. So ein guter Plan, oder? Oh, man sollte auch treffen. Wenn er mir den Rücken zeigt, ist auch doof. So. Mal ihm zeigen hier, wie das funktioniert hier. Mit Fallout. Die Fallout. Los, Mr. Tank. Gehen Sie nach vorne. Ich schleiche einfach nur rum. Das ist der Rückweg, Dude. Das ist der Rückweg. Jetzt verstehe ich. Okay. Ich weiß, warum er zurückläuft. Das erklärt einiges. Das erklärt auch, warum ich gestorben bin, weil er zu mir gelaufen ist, der Sack.
Ja, gut. Er ist nervig. Macht komische Geräusche. Lauf mal dem Tank hinterher, Dude. Lauf mal dem Tank hinterher. Ich hoffe, du läufst nicht mir hinterher. Genau, lenk ihn ab. Lenk ihn ab. Ist er gestorben? Oh Gott, oh Gott. Hilfe. Wir werden die beiden erstmal trennen. Da ist Nummer Uno. Oh, bitte gib mir nicht wieder die Flattern. Ich muss sagen, alleine bin ich hier ein bisschen besser zurechtgekommen. Der Typ, der wirbelt einfach so viele Gegner auf, dass das schon nicht mehr witzig ist. Oh, bist du zu fett, um da durchzukommen, kriegst du erstmal einen fetten Headshot, Junge. Seht ihr? Alleine ist viel besser, alleine ist viel geiler. Guckt euch an, was ich hier reißen kann. Ohne Mr. Hans-Dieter. Oh, meine Waffe ist auch bald kaputt. Ich habe aber noch eine Alternative, und zwar das hier verursacht mehr Schaden, je niedriger deine Schadensresistenz ist, denn... Ach, jetzt machst du noch 62. Denn ich habe einen legendären Typen unterwegs getroffen und den habe ich einfach mal umgehauen. So. Wo ist jetzt die Waffe hin? 116 Schaden, Leute. 116 Schaden. Dann laufe ich halt hier nackt rum. Ist mir egal. 116 Schaden. Alter Schwede. Das Ding müssen wir hier upgraden. Laufen wir meinetwegen nackt herum. Und one-shotten alles. Und werden one-shotted. Also wir sind so eine ziemliche Glaskanone. Stell dir vor, wenn wir das Ding upgraden ohne Ende. Oh, hi. Okay, er darf mich aber nicht treffen. Haben wir gerade Schaden an ihm angerichtet? Ich glaube, ohne Upgrades muss ich die Waffe gar nicht verwenden. Ich glaube, das hat keinen Sinn. Warum macht das alles jetzt so viel Schaden plötzlich? 138? Achso. Das ist der Buff, der übernommen wird. Ich wollte gerade sagen, wieso macht das alles so viel Schaden? Okay, wir sehen also, es ist nicht schlecht. Wenn wir das haben. Und ich habe noch den hier gefunden, mit tiefen Taschen. Das heißt, noch mehr tragen. Das nehme ich gerne. Mehr tragen ist immer gut. Aber uns bleibt bald nichts anderes übrig, als jede Waffe zu nehmen, die wir kriegen können. Wie viel hält die denn noch aus? Oh, ich hätte daran denken sollen, die Dinger zu reparieren, ne? Aber wenigstens Hans-Dieter folgt mir nicht mehr. Ach, du Scheiße. Okay, damit kommen wir nicht mehr weit. Wir müssen uns gleich wieder nackig ausziehen. Was war das? So! Was ist das? Wie? Hat er wieder maximales Leben, der Typ, oder was? Du bist tot, ne? Hä? Was soll das? Siehst du? Der Typ mit der Paarrüstung kann sowas nicht. Der krepiert sofort. Oh oh. Irgendwas ist auf der Suche nach mir. Okay, ich bin versteckt.
Er hat mich doch nicht entdeckt. Was für ein Idiot. Ich frage mich, wie lange wir damit noch durchkommen. Ich hoffe, hier ist irgendwo eine Werkbank. Das wäre echt nice. Ach ja, apropos, Level Up. Glück. Trage Schrott, um bis zu 10 Schaden und Energieresistenz zu halten. Keine Powerrüstung. Es besteht eine geringe Chance, dass sich deine angelegte Rüstung von selbst repariert. Okay. Es hört sich alles gar nicht mehr so schlecht an. Du lässt eine scharfe Granate aus deinem Inventar fallen, wenn du stirbst. Was soll das mit der Märtyrergranate? Oh. Agility. Deine Fernschleichangriffe verursachen. Oh mein Gott. Oh, wir gehen jetzt darauf. Alter Schwede. Alle Level gehen jetzt darauf. Genau das, was ich brauche. Die nächsten Level geht alle darauf. 2,5-facher Schaden. Nice. Oh, hätte ich das nur früher gesehen. Ich bezweifle stark, dass wir hier eine Werkbank finden. Hallo? Raider Power Helm. Ach ja. Huch. Oh, jetzt habe ich alles eingesammelt, ne? Es bringt mir jetzt herzlich wenig, da reinzusteigen. Ja, kein Kern drin. Ist okay. Dann lass mich raus. Ich halte A. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich halte A! Da, guckt euch an. Es passiert nichts. Kampfscharfschützengewehr. Oh mein Gott. Ich komme hier nicht mehr raus. Ah, geile Nummer. Hey. Na, wenigstens piept das so nicht. Ich laufe mir so ein bisschen durch die Gegend. Kann ich schießen? Nein. Hey, lass mich doch raus, Mann! Was ist denn los? Halte zum Verlassen A. Ich drücke A. Meine Fresse. Ich drücke A. Bitte. Ich will den Scheiß nicht nochmal machen. Ich muss mich töten lassen. Ich muss mich töten lassen. Weil wenn ich jetzt nämlich rausgehe, vom Server, dann sind alle Gegner wieder da. Aber wenn ich sterbe, sind sie nicht wieder da. Bullshit. Ist hier jemand, der mich töten möchte? Ich habe hier kleine Probleme. Ich komme aus meiner Powerrüstung nicht raus. Höchstwahrscheinlich, weil hier zu wenig Platz ist. Ich kann die andere Powerrüstung auch nicht hierhin tun. Das ist das Ding. In der Höhle kann ich sie nicht verlassen. Hey, Majolok-König. Was geht, Kleiner? Töte mich bitte. Ich schlag dich auch nicht. Ich kann ja nicht mehr zuschlagen. Ich kann gar nichts machen. Außer schießen. Ah. Ja. Vielleicht kann ich da meine Sachen reparieren.
Ernsthaft? Ich dachte, die Rüstung wird da. So, liebe Frau Schieß, ich will wirklich hier nur mal kurz meine Sachen reparieren. Weiß nicht, ob hier irgendwo so ein Ding war, aber ich hoffe es einfach mal. 2,5-facher Schaden, wenn man treffen würde. 2,15? Geh doch da, Mann! Och, meine Fresse. Spiel. Manchmal regst du mich auf. Gucken wir mal in seinen Arsch. Oh, Kröten, ja. Jetzt weiß ich, wo sie die Reihe aufbewahren. Maschinenpistole, okay. Naja, ich weiß nicht wozu, aber komm, nehmen wir verrückt. Jetzt packt er hier noch rum. Nein, das war eine Kronkorkenmine. Die hätte ich gern gehabt. Okay, wir müssen irgendwo hin, wo wir Sachen reparieren können. Nee, hier ist auch nichts, ne? Hier waren wir auch vor kurzem. Ich weiß nicht, ob hier irgendwie so eine Werkbank war. Ich glaube nicht. Sonst hätten wir sie, glaube ich, genutzt. Wo ich aber definitiv weiß, wo eins ist, ist hier oder da. Aber ich glaube, das geht auch. So. Hoffen wir einfach mal, dass... ich bin überladen. Ach, hier wollte ich gar nicht hin. Wollte da hin. Was wollte ich gerade sagen? Ja, hoffentlich wird hier die Höhle nicht neu spawnen. Ich habe nämlich nicht so viel Munition. Aber ich dachte, ich mache jetzt... Moment, ich muss mal ganz kurz gucken. Da hatte ich 2,5? Da stand doch 2,5, oder? Oh, hallo, Rayleigh. Siehst dick aus. In den Klamotten, wollte ich nur mal sagen. Stand da nicht 2,5-facher Schaden? Hätte ich schwören können. War hier nicht in der Werkbank? Hätte ich schwören können. So. Maschinenpistola kann weg. Oh, ich kann die sogar benutzen. Endlich kann ich eine Waffe mal benutzen. Ich kann zwar keine Mods wahrscheinlich drauf tun, aber egal. Ist das nicht die gleiche wie hier? Nee, ne? Er ist ein verschiedener. Aber die macht auch nicht so viel Schaden. Egal. Okay, ich möchte Dinge reparieren. Ich hoffe, ich kann mehr als Rüstung hier reparieren. Scheiße. Was ist das? Schaden durch Tiere. Ja, meine Güte, dann verschwende ich halt Geld. Dann ist das so. Ist mir jetzt auch egal. Ich zahle gerne 50 Kronkorken, damit wir vernünftig da in die Höhle reingehen können. Wir sehen uns gleich einfach in der Höhle wieder. Wenn wir schon mal hier sind, Freunde. Das wollte ich nicht machen. Wir reparieren mal gemeinsam kurz die Sachen, damit ihr seht, was ich da jetzt für raushauen muss. Ich will sie reparieren. Okay, ich muss mich, glaube ich, entscheiden. Weil dafür habe ich dann kein... Oh doch, ich habe noch genug Kleber, alles gut. Okay, alles gut. Kampfscharfschützengewehr. Modifizieren. Oh, wir können alles machen, was wir wollen. 28 Schaden? Naja, das will ich jetzt nicht machen. Präzision um 1 verbessern, geil. Feuerrate 40. Kraftvoller Verschluss. Verbesserte Feuerrate, erhöhter Schaden. Ich stehe minus. Also wir haben schon gehärteten Verschluss. Ah, so, okay. Ähm.
Verlängern das Standardlauf, behalten wir mal. Ist alles schon ziemlich gut. Das ist schon das Beste vom Besten. Und Schalldämpfer. Darf natürlich nicht fehlen. Okay, wir haben schon alles hier. Krass. Ja, dann nehmen wir gleich noch ein bisschen 45er Munition mit und dann haben wir eine gute Waffe für kleine Viecher. Würde ich sagen, ne? Ist gar nicht mal so schlecht. Ich hätte zwar gerne ein bisschen mehr Schaden gehabt, aber hey. Was soll's. So, irgendwas anderes wollte ich noch machen, ne? Ach, den kann ich ja gar nicht verbessern. Ach, stimmt. Ja, ne, den können wir nicht verbessern. Doch, können wir. So, ich hätte gerne ein bisschen Reichweite. Verbesserte Feuerrate, erhöhter Schaden. Verbesserte Präzision aus der Hüfte, erhöhter Schaden. Feuerrate bleibt gleich bei 3. Dann nehme ich natürlich den präzisen. Stummellauf. Reichweite, sehr schön. Solider, kurzer Lauf. Nehmen wir mal den. So, einen schönen Kolben noch dazu. Ja, ich glaube, überlegene Präzision aus der Hüfte. Oh Gott, jetzt wird da geschossen. Dann nehmen wir noch so ein Leuchtvisier. Und natürlich einen Schalldämpfer. Ist ja eine ganz klare Sache. So, leider konnte ich nicht noch mehr Damage raushauen. Schade. Hätte ich gern gemacht. Aber es ist cool. Jetzt haben wir eine ordentliche Waffe und wenn wir jetzt unsere Rüstung abnehmen, dann machen wir richtig fett Schaden damit. 130, ja. Ich würde gerne noch schnell reisen können, also greife ich die jetzt mal nicht an. Wie geil ist das denn? Okay, gut, dann legen wir andere Sachen ab. Weil ich, die behalte ich jetzt auf jeden Fall. Okay, Waffen. Na, ja, habe ich die umsonst jetzt repariert, ne? Du bist weg. Wir haben jetzt den anderen mit 308. Wir dürfen zwar keine Rüstung mehr tragen, ist mir aber egal. Kann ich meine Kleidung eigentlich direkt ablegen, ne? Die Kiste voll. Ich komme schon wieder nicht aus der Powerrüstung raus, Leute. Ich drehe mich. Jetzt fragt ihr euch, warum bist du überhaupt reingegangen? Ich weiß es nicht. Ich bin dumm. Und das leckt hier gerade übelst und die Typen da oben nerven und. Ach Gott. Ich mache natürlich jetzt nur 52 Schaden. Lass mich doch aus meiner Power-Rüstung rausgehen. Wo ist das Problem? Weißt du was? Ich bin jetzt gerade genervt. Ich Rage quit. So, ich bin wieder da. Ich bin aus der Power-Rüstung raus. Und ich habe den Scheiß aufgeräumt. Was ich aber gesehen habe, ist, dass wir für die Schrotflinte modifizieren. Ist das meine Waffenwerkbank? Nein. Etwas Seltsames habe. Ach, das ist die Pumpgun, ne? Mittelgroß. Oh, wir haben ordentlich was dazu bekommen, ne? Krass. Kann ich irgendwas noch verbessern? Weil dann war Standardlackierung, ja. Ach, guck mal. Geerdeter Verschluss. Ach, mach ich. Ja, cool. Dann gucken wir bei den anderen auch mal. Ja, die Sniper kennen wir ja schon, ne? Ja. Aber ich kann sowieso nichts mehr machen. Weil mir Kleber fehlt. Der Klaus Kleber fehlt. Naja, gut.
Ich möchte kurz mal meine Mods durchgucken. F 44er wuchtiger Griff. Tschüss. Fatman, tschüss. Aber die kann ich verkaufen, ne? Dann verkaufen wir die. Ansonsten lohnt sich das jetzt nicht. Ich habe jetzt die Munition mitgenommen. Das heißt, wir haben jetzt für diese Waffe 1755 Schuss. Ich denke, das kann sich sehen lassen. Und hier haben wir 130. 130 Schaden! Alter, guckt's euch an. Maulwurfsratte. Bang! Oh. Ich habe keine Rüstung. Das ist, wird nicht gut ausgehen. Wo auch immer das Viech ist. Drecksviech. So. Wollte ich nur mal gesagt haben. Wo ist der? Okay, ich habe keine Ahnung, wo der ist. Der ist irgendwie verschwunden. Ich würde gerne, wenn wir schon diese coole Waffe haben, auch ein bisschen Munition für die herstellen. So. Munitione. Uns fehlt es echt viel an dem Zeug, ey. Ja, wie viel Munition haben wir jetzt? 81. Das ist nicht der Welthit. Okay, ich hoffe, wir können schnell reisen, denn wir möchten dahin, ne? Ja, genau. Und da werden wir ein paar Sachen verkaufen, die ganzen Mods, die wir nicht brauchen, ganz ehrlich. War meine Kamera immer schon so weit oben? Ja. Wenn man den Boden sehen kann von mir. Bodenlose Qualität, Freunde. Das ist die bodenlose Qualität. Also die gute Qualität. Ohne Boden. Verkaufen wir die Mod-Scheiße. Bitte beachten. Möchte gern lang Finger werden durch Verlust. Komm, scheiß drauf hier. Besagte Finger bestraft. Kannst du alles haben. Ich weiß nur nicht, was das bringt. Details. Oh gut, dann behalten wir das wenigstens. Okay, Leute, folgendes. Wir beenden jetzt hier die Folge. Ich kriege meinen Stuff nicht wieder. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Zu einer neuen Folge. Nochmal von vorne die Höhle. Haut rein. Euer Zero, tschüss. Ah, ich hab so viel Spaß. Oh Gott. Der kam direkt auf mich zu.